Stärkung des Immunsystems muss man differenzieren von einer Immuntherapie. Die Stärkung des Immunsystems ist natürlich, wenn Patienten an der Lunge operiert werden müssen oder an der Lunge behandelt werden, elementar. Das heißt, man kann selbst ganz viel zur Stärkung des Immunsystems beitragen mit Ernährung, mit Bewegung. Das ist keine Frage. Ein neuer Aspekt ist aber die Immuntherapie als Alternative zur Chemotherapie. Und das ist ein ganz spannendes Thema geworden in den letzten Monaten. Für uns bedeutet das, die Tumorzellen müssen sehr genau getestet werden. Das können in Deutschland nur wenige Labore. Und dann wird speziell für diesen Patienten getestet, ob eine Immuntherapie möglich ist. Die Ergebnisse dieser Therapie sind teilweise sensationell. Die Heilungschancen beim Lungenkrebs sind nicht abhängig vom Alter des Patienten. Wir operieren teilweise erschreckend junge Patienten, haben sogar das Gefühl, dass in der letzten Zeit wir zunehmend junge Patienten mit Lungenkrebs haben. Aber die Prognose ist nicht abhängig vom Alter des Patienten, sondern vom Stadium. Das Stadium des Lungenkrebses, insbesondere die Beteiligung der Lymphknoten, ist das Entscheidende für die Prognose. So oder so, in den Frühstadien ist durch eine Lungenoperation eine Heilung möglich. Die Ergebnisse sind vergleichbar mit den Ergebnissen beim Dickdarmkarzinom. Aber nochmal, das Alter ist nicht das Entscheidende. Lungenkrebs ist nach den momentan aktuellen Daten nicht erblich. Es gibt natürlich Krebsarten wie zum Beispiel das Mammakarzinom, wo es Komponenten gibt, die das nahelegen. Dies ist beim Lungenkrebs definitiv nicht nachgewiesen. Auf der anderen Seite kann man sehr viel selber für seine Lunge tun. Lungen wollen benutzt werden. Das bedeutet Ausdauerbelastung wie beim Schwimmen, wenn man lange Strecken schwimmt oder zum Beispiel beim Fahrradfahren. Bei älteren Patienten reicht auch schon lange Strecken, die sie spazieren gehen. Das sind optimale Bedingungen für eine Lunge. Wenn ein Tumor weit, weit fortgeschritten ist, dann ist trotzdem für uns die Prognose, das heißt die Frage, wie lange habe ich noch, sehr, sehr schwer zu beantworten. In diesen Fällen lassen wir diese Patienten aber nicht alleine. Auch mit den Angehörigen wird sehr genau besprochen, was wir für diese Patienten in einer palliativen Situation tun können.